Beim Reverse Engineering wird in erster Linie hauptsächlich das Fahrzeug entwickelt. Das heißt, wir versuchen, alle wichtigen Informationen aus dem Fahrzeug, aus der Hochvoltbatterie, aus dem Motorsteuergerät, aus dem Batteriemanagement lesbar für uns zu machen. Das heißt, wir versuchen über die CAN-Bus-Kommunikation, wo das Fahrzeug mit den Steuergeräten spricht, uns dazu zu hängen und mit dem Fahrzeug zu sprechen. Und diese Daten entnehmen wir aus diesem Fahrzeug, sie fragen wir ab und auf Basis dessen versuchen wir dann, diese Daten zu entschlüsseln und für uns lesbar zu machen. Diese Entwicklung haben wir auf mehrere Etappen aufgeteilt. Wir haben unterschiedliche Phasen. Die erste Phase ist die Hauptphase, wo wir das Auto reinbekommen und erste Feldversuche durchführen. Das heißt, wir dekodieren das Fahrzeug, wir versuchen es zu entschlüsseln. Und im Anschluss werden dann erste Messzyklen durchgeführt. Das heißt, wir versuchen, das Auto aufzuladen, zu entladen, Testfahrten durchzuführen und überprüfen, ob diese Daten, die wir aus dem Fahrzeug herausbekommen, auch tatsächlich stimmen. Es gibt Fehler, auch Hersteller sind davon betroffen. Diese Fehler müssen wir finden, analysieren und wenn möglich auch beheben. In der nächsten Phase machen wir dann den eigentlichen Batterietest. Das heißt, das ist die Vorentwicklung für den echten Batterietest, wo das Auto komplett entladen wird, bis alles abgedreht wird und anschließend wieder auf 100% laden. Die initiale Ladung sagt uns dann, wie viel Energie ist im Akku vorhanden und das ist dann unsere Referenz, was wir dann für unseren Batterietest verwenden. Sobald wir die ersten zwei Phasen von der Entwicklung abgeschlossen haben, folgt dann die Freigabephase. In der Freigabephase wird das Fahrzeug und der Batterietest nochmal virtuell durchgetestet, um sicherzugehen, dass uns keine Fehler unterlaufen sind und dass der Test auch im Feld einwandfrei funktioniert.